Ey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Meine Kamera ist ein bisschen weit hier. Naja, vielleicht mache ich das gleich noch. So, wir sind hier in der Eagles-Franchise. Erste Woche verloren, unerhörterweise 42 Punkte kassiert gegen das Washington Football Team. Jetzt die Woche spielen wir gegen die Giants, also direkt ein nächstes wichtiges Spiel. Ärgerlich für uns, steht jetzt nicht mehr, weil ich es mir schon angeguckt habe. Unser Rookie Middle-Linebacker Bolton hat sich verletzt. Mega ärgerlich. Und Pete Warner hat nicht gut gespielt. Deswegen haben wir jetzt in der zweiten Woche erstmal, bis Bolton wiederkommt, hier unten ist er, verletzt, haben wir Dylan Moses als Middle Linebacker drauf und haben TJ, glaube ich, Edwards auf Right Outside Linebacker. Steht da 70, ist okay. Ding ist, der hat gefühlt irgendwie 30 Speed oder sowas, deswegen müssen wir uns nochmal angucken. Könnte ein bisschen kritisch sein, nach dem Spiel ist er auf 71 overall, 77 Speed. Das heißt, wir müssen wirklich aufpassen, wie oft wir Base Defense spielen heute. Und wenn, dann vermutlich keine Man Coverage, denn ich sehe da wenig Leute ihm nicht wegrennen. Gerade wenn wir gegen die Giants spielen und dann da auf einmal eventuell Saquon Barkley oder Evan Ingram sind, die er covern könnte. Beides nicht so ideal. Wir haben ein paar Upgrades. Ansonsten ist gar nicht so viel zu tun jetzt, glaube ich. Jalen Hurts direkt, das ist stark, obwohl er im ersten Spiel, wegen mir natürlich, so viele Picks geworfen hat. Uff. Der braucht jetzt schon fast 8000 für sein nächstes Upgrade. Das ist ein bisschen uncool. Aber naja. So, Nico Collins kriegt direkt ein Upgrade. Hat er eine stabile erste Woche gehabt, muss ich sagen. Für einen Rookie-Receiver gut gemacht. Jalen Reagor hat ihn halt ein bisschen überschattet, aber egal. Release plus 1 nehmen wir doch gerne mit. Andre Dillard. Ach genau, ich habe noch gelesen, Terry auf 3. Das mache ich auch gleich. Den haben sie auch wunderschön gemacht, ja. Hairline irgendwo hier. Aber naja, ich nehme an, es juckt ihn nicht. Jalen Reagor, absolut verdientes Upgrade, fast auf 80. Hat Woche 1 gespielt wie mindestens 90. Viele Crosser drin gehabt, wenn ich mich richtig entsinne. Release plus 1, Noise, Spectacular Catch plus 1. Terry gehen wir noch hoch und danach machen wir es dann auf automatisch. So, was hat schon das gegeben? Deep Threat, ne? Passt. Absolut richtig so. Müsste eigentlich mehr Speed haben, aber egal. Das werdet ihr dann alle sehen, wenn er in der NFL ist, der richtige Tamarian Terry. Oder ihr guckt euch nochmal FSU-Spiele an und glaubt mir danach, dass er mehr Speed haben müsste im Spiel. So, ich glaube, da hat der Entwickler sich auch nur gedacht, also der von der Draft-Klasse, ah, ist groß, geben wir ihm mal ein bisschen normalen Speed, langsam, was auch immer. Ist auch fair, der kann ja nicht von jedem irgendwie einen Durchblick haben, wie die im College gespielt haben. Das weiß ich ja auch nur, weil ich zufällig Florida State-Fan bin. Wir gucken mal rein, wer hier verlängern will. Ich glaube, war das der Panther? Nee, ne? Doch, es ist der Panther und wir haben gesagt, wir gucken erstmal ein bisschen, wie er so spielt. Und ich glaube, er hat in seinem ersten Spiel schon Gutes geleistet. Wisst ihr was? Wir verlängern ihn mal direkt für 2 Jahre. Vorsichtiger Vertrag. So. Nehmen wir. Dann haben wir den erstmal unter Vertrag. Müssen uns da erstmal keinen Kopf machen. Die nächsten beiden, die nächsten 3, 4 sind schon mal sehr wichtig. McLeod wird nicht verlängert. Sweat wird verlängert. Okay, also wir haben nicht so viele kritische, muss ich sagen. Kommen halt logischerweise ganz am Anfang, weil es die ist oder die sind, die man weghaben will. Das Gute ist in unserer Division, nur das Football-Team hat gewonnen. Woche 1 gegen uns halt ärgerlicherweise. Aber die anderen haben beide auch verloren. Das heißt, wenn wir heute gegen die Giants gewinnen, können wir schon mal nicht mehr Letzter sein in der Division. Hoffen, dass zusätzlich noch Football-Team und die Cowboys verlieren. Und dann läuft es. Es sei denn, die spielen gegeneinander, dann wäre es natürlich schwer. So, ansonsten gar nicht allzu viel zu tun. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Spiel. Drück mir die Daumen. Let's go. Hallihallo. Saquon hatte auch nur 55 oder sowas in Woche 1. Den müssen wir natürlich halten. Ich weiß nicht, ob ich die Kommentatoren anhabe oder nicht. Das I don't know. Ich weiß nicht mehr, wann ich mein letztes Community-Franchise-Video aufgenommen habe. Rosen ist da, okay. Wisst ihr was? Überspringen das einfach mal und gucken, ob die Kommentatoren sich melden oder nicht. Melden sich. Nice. Kommentatoren sind auch da. Bisschen leise. Aber hey. Wieso kann ich nicht returnen? Ich verstehe das nicht. Ansonsten bin ich ja nicht so schlecht, aber Return ist wirklich, habe ich gefühlt, unter den schlechtesten 100 Deutschlands. 2 zu 5, Touchdown Interception Ratio ist natürlich nicht gut. Überleg mal, ich habe einfach 5 Picks geworfen. Es ist so, wie viel Aaron Rodgers und Mahomes und sowas in einer Saison werfen. Ich war es im ersten Spiel.
Aber hey, wie gesagt, ich kannte das Playbook nicht. Deswegen kann man mir das lassen. So, da, was ist denn das für erstmal für eine bodenlose Frechheit hier? Ja. 20 Yards auf Receiver Nummer 1. Nehmen wir. So, dann versuche ich jetzt das, was ich eben machen wollte. Ich wollte eigentlich direkt ein bisschen Fokus drauf setzen, Sanders mehr reinzukriegen ins Spiel. Aber dann nehmen wir natürlich die 8-9 Yards, die sie uns geben. Es tut mir leid, Sanders. Okay, jetzt darf man einfach mal gar nicht, denn es ist 2.1. Stefan? Egal, neues First Down. Bradbury mit dem Tackle. Da kam der Stefan nicht so rein. Play Action Fake. Wir sind wieder sehr pass-heavy gerade. Drei Action nicht. Collins unten drunter. Neues First Down. Läuft doch 4 von 4 für 45. Kann man mal machen. War Read Option. Let's go. Falls der crasht, könnte es sehr, sehr offen sein. Shit. Hätte ich nehmen sollen. Das war der falsche Read. Deswegen sage ich immer, ich bin nicht so gut mit Read Option. Denn der war ganz weit offen außen. Schade. Da hätte ich sehr weit laufen können. Ja. My bad, Jungs. Wer sind auch sonst, aber. Ja. So. Brevin Jones schicken. Bisschen spät geworfen, hätte ich ein bisschen früher werfen können. Aber kommt an. So, 17 Yards rein. Haben wir was Tossiges? Nee, aber wir haben hier einen Stretch, den wir nicht gefällt. Wenn mir hier besser gefällt. Kommt der da raus? Ja, ne? Ja. Schade. Ich glaube, ich hatte 7 für 57, wie es da unten stand. Und Saquon hatte irgendwie 11 für 55 oder sowas. Also auch nicht berauschend. Komm. Ah, hat er die Füße drin gehabt? Jawoll, ja. Oh. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht auf den Pass Rush geguckt. Kann sein. Also, kann natürlich nicht sein, aber ich hätte komplett umgehauen werden können, ohne es zu sehen. Und es war sogar ein Blitz, wir haben 5 geschickt. Na dann, im Nachhinein nochmal ein dickes Dankeschön an meine O-Line. Kick ist drin, 7-0, erster Drive, gut gelaufen. So, jetzt dickes Fragezeichen. Was macht unsere Defense, insbesondere unsere Linebacker? Ohne Nick Bolton. Stell dir mal vor, wie nervig das sein muss. Ganzes Trainingscamp und sowas. Du, oh, Waddle, nice. Du wirst rangeführt als der neue Leader der Defense und so weiter. Und dein erstes Spiel verletzt. Ich glaube, 5 Wochen oder sowas fehlt er uns. 3-1, kann man mal machen. 3-0 wäre besser gewesen. Vielleicht hätten sie dann nicht verloren, aber. So. Trips. Da gehen wir noch direkt mal in Nickel. Ist zwar einerseits doof wegen Saquon, aber auf der anderen Seite vertraue ich McLeod und Moses deutlich mehr als meinen normalen Linebackern. Okay. Slay. Bin mir relativ sicher, dass Moses den hatte. Nächstes Mal bleibt er einfach unten. Nächstes Mal. Ah, nicht mehr Perfect. Da muss verstehe ich das nicht. Okay, Kommentator sagt, die brauchen mindestens 2 First Downs. Ich will es natürlich nicht. Das war nicht sehr clever gelaufen von Saquon. Cutback Lane war, oder nicht mal Cutback Lane, aber einfach Fuß im Boden und vertikal war weit, weit offen, weil ich dann im Block festhing. Aber wir besperren uns natürlich nicht. Gunspread, Wastelord, Weak. Oh, Overload Blitz meine ich natürlich nicht. Mein Cover 2-9, sorry. Bisschen Angst vor Slants, wieso immer. Wieso immer? Oh, schade. Guter Wurf, flach und so weiter. Ingram auf einem Linebacker, nicht das beste Matchup. Ich glaube, wir müssen mit unseren Linebackern und so generell ein bisschen vom Man wegbleiben, was ein bisschen schade ist. Ich habe schon wieder irgendwen gekriegt.
Ich drücke mal auf Spieler wechseln und führe dann direkt die Aktion aus, von der ich denke, dass sie sinnig ist für den Spieler, den ich haben wollte. Und muss dann aber erstmal suchen, wen er mir eigentlich gerade gegeben hat, indem ich dann gucke, wer gerade irgendeine komplett dumme Aktion ausgeführt hat. Das bin dann meistens ich. Ein Safety, der komplett am Arm der Welt ist, der sich auf einmal hinschmeißt oder so. Oh. Wenn ich Moses geusert hätte, wäre das ein Pick gewesen, aber habe ich nicht. Schade, Alter, der hat sich turnen lassen und war dann, na, nicht mehr zum Quarterback geguckt. Slay, oh. Ey, Slay, letzte Woche nicht gut gespielt und was das hier schon wieder sein sollte, weiß ich auch nicht. Der springt nach dem Ball, liegt auf dem Boden, aber ohne scheinbar Evan Ingram auch noch ansatzweise zu beeinflussen. Das ist nicht gut. So, Taylor, Spiel wie letzte Woche. Gerade so. Wing tight. Okay, wir gehen mal in Goal Line. Wenn ihr passen wollt, dann schlagt uns halt, aber kann sein, dass das Hacker jetzt so geklärt hat. Stark, Alter, wer ist das? Sweat, natürlich. Natürlich. Josh Sweat, super Typ. Okay, Wing Flex. Von der 3, meint ihr, die laufen von der 3 jetzt? But you notice they were trying to find any type of a gap to run through. Wasn't one available, and they stuffed the play right there in the middle of the field. Here's Barkley. Oh, ich war da. Hey. Das war wieder, also. Ich beschwere mich nicht, dass es ein Touchdown war. Wisst ihr, es ist ein 1-1 Matchup von einem Safety gegen Saquon in der Lücke. In echt, ich nehme Saquon. Aber wie das schon wieder aussah, weil er ist gesprungen, hatte den Ball in einem Arm, in einer Hand, mal gucken, ob man das jetzt sieht, hinten links, guck, und dann geht der Arm mit dem Ball durch den Körper vom Spiel, guckt euch an, wie das aussieht, durch den Helm geht das durch, die sollen doch einfach eine geile Truck-Animation geben und gut ist und niemand kann sich beschweren, weil es einfach Saquon ist, aber selbst Saquon kann seinen Arm nicht, ich dachte gerade, das ist ein Fake. Der hat einfach so ein Stück neben den Ball gekickt. 80 oder 90, wie viel auch immer. Das ist vermutlich nicht die beste Werbung gerade. Und wozu, ob wir keine Werbung für EA machen. Aber falls ihr gewartet habt, euch das Spiel zu holen, irgendjemand hat mir gestern auf Insta geschrieben, dass es wohl im Angebot ist für 35 Euro oder sowas. Aber überlegt es euch gut. So. Bench switch. So back onto the field, here come the Eagles for their second drive. And they had to wait a long time to get the football back. Probably not what you were hoping for when you got an offensive tumble. Agreed. What you were looking for is the defense get the ball back pretty quickly, right? Oh, der lässt ihn fallen. Mau, du bist doch. Du solltest zumindest ein Leistungsträger sein wollen. Außen. Ja, hat das wieder ansatzweise gut gemacht. Ich glaube, das reicht nicht ganz für ein neues First Down. Aber wofür haben wir denn... Wofür haben wir denn... einen guten Running Back? Ach komm. So weit aufgemacht. Ein paar extra Yards nach dem Kontakt mitgenommen. Sorry, dass ich aufstoße hier. Die ganze Zeit. Marte ist geil. So. Cool, das sieht witzig aus. Die Terry-Route, bin ich ehrlich, werde ich vermutlich nie werfen, aber gut. Dafür werde ich ihn werfen. Nice. Ich dachte gerade, er hat Goddard und Ertz verwechselt und gesagt, hier ist Ertz, aber er hat gesagt, hier ist Hurts. Wegen Quarterback. So, wollen wir mal mit einem cheeky Screen kommen vielleicht? Oh ja, in den Blitz rein. Ich denke, die kommen beide links. Ne, nur einer. Ja, und das hat's kaputt gemacht. Schade. O'Shane Zimenez mit dem Tackle für Minus Yards.
egal, wir sind in Fickle Ranch, erstes Viertel ist vorbei. Schade, ich dachte, die kommen beide, ich dachte, es wird ein Sonnenblitz. Aber es kam einfach nur der Safety. Auch ein bisschen ärgerlich, dass sie dann zumindest nicht geblockt kriegen. Aber, okay. Boah! Jesus, war der Ball lange in der Luft und ich glaube, es war wieder Simmons. Ich wollte ihn ungefähr 3 Meter weiter links 5 Sekunden früher angebracht haben. Nein, natürlich nicht 5 Sekunden früher, aber... Ja, ich habe schon häufiger gesagt, ich muss mich definitiv daran gewöhnen, dass ich keinen Stafford habe. Oh, shit. Das war Rookie Mistake. Denn das ist jetzt ein deutlich schwierigeres Field Goal und das hätte eigentlich... Das hätte nicht sein müssen. Das hätte nicht sein müssen. Könnte. Oh, gerade so. Sehr gut. Gut gekickt, Kicker. Wenigstens 3 Punkte. Der Screen war ärgerlich. Wenn wir da den einen Spieler, der es geschnallt hat, geblockt kriegen, halt Man Coverage, ne? Wenn wir den einen Spieler geblockt kriegen, hätte das eventuell sogar ein Touchdown sein können. Hätten vermutlich noch einen Wide Receiver Block gebraucht oder sowas, aber man kann es halt so sehen und sagen, oh, wenn wir den geblockt hätten. Oder man kann es auch andersrum sehen und sagen, starkes defensives Play von O'Shane Simmons. So, Edwards auf niemanden in Man-Coverage, so wie sie es haben wollen, sondern er blitzt mit seinem 77-Speed. Hey, schon wieder, warum kriege ich Wallace? Wenn ihr wollt, spult zurück und guckt euch an, ich habe beim Spielerwechsel einfach den Safety gekriegt, der 10 Yards weiter rechts stand. Der Ball geht doch ganz, ganz klar auf einen Spieler. Ich verstehe das echt nicht, wonach wir das entscheiden, wisst ihr? Wen man kriegt, weil es kann ja nicht näher der Stelle, wo der Ball runterkommt, sein, was es eigentlich sein sollte. Gut von mir weggesettelt, da kam ich nicht ran. Edge Slot. Kommen wir mal mit der Säge raus. Nice. 55. Nice. Ich wollte gerade sagen, ist 55 nicht sogar mein Idee. Phew, Inside Blitz, wir kommen direkt nochmal. Und wir sind etwas, das könnte problematisch sein. Ach, schon wieder ein weiter Running Touchdown. Zweite Woche hintereinander. Ist halt riskant, ne? Wenn du durch die Mitte kommst und dann gehen die über außen und einer verpasst seinen Tackle. Wir haben halt niemanden mehr hinter einer Zone gehabt, ne? Cover Zero. Das ist zu einfach. Also es war halt auch eine sehr offensiv, sage ich mal, dankbare Animation, weil das eine ist, die sehr schnell geht. Tackle brechen, direkt weiterlaufen. Du wirst, manchmal dauert es ja, du kriegst theoretisch eine gute Animation, sage ich mal. Aber es dauert so lange, bis die sich entwickelt, dass du dann doch noch getackelt wirst oder so. Das ist häufig so, wenn der Quarterback wen abblockt beim gesackt werden. Wenn er wen abschüttelt, wisst ihr? Dann dauert die Animation so lange, dass du danach nichts mehr machen kannst, sondern dann ist schon der nächste da und sackt dich dann diesmal wirklich. Bloß halt durch die erste Animation 5 Yards weiter hinten. Ist auch mal ein bisschen ärgerlich. Schade, bisschen spät geworfen. Ich habe mich beim Cut nicht getraut. Es fängt gerade ein bisschen an zu wirken wie letzte Woche. Von wegen am Anfang ging es gut und dann lässt gerade die Offense nach. Ah, hätte wieder nicht sprinten sollen von Anfang an. Dadurch war das so eine weite Kurve. Oh. Das ist schwer, wenn du wegen ein bisschen Pressure, also halt, wenn du nicht mal berührt wirst, sondern einfach nur, weil dich gleich jemand berührt, einen 5-Yard-Pass nicht anbringen kannst. Das ist kritisch. Aber das ist halt vermutlich bei Hurts kein besonders gutes Rating. Den hauen wir sowas von um. Buts! Ah ja, brich mehr, Bro, brich mehr. Kein Ding. Oh, ey.
Das wäre mir so peinlich als Entwickler, diese Haare, ne? Die einfach überall rumfleddern. Wisst ihr was? Ich mach mal jetzt manuell einfach eine tiefe Zone. Geld nehmen wir. Ich hab Angst gehabt, dass sonst wieder einfach irgendwo eine Slant geworfen wird und 60 Jahre später Touchdown. You definitely do, because now your money's not the same. But even more than that, it's the prestige. Everyone wants to be a first-round pick, and he thought his talent demanded. Warum hatten die eigentlich gerade schon wieder gematcht? Ich habe die Matches doch eigentlich rausgenommen. They added a lot of talent to a roster that really needed an infusion of youth. They got a very good infusion of youth. And they didn't really reach to get anyone. Ah, ich wollte looten. They stuck to their draft philosophy, got the best players they could at the time they were drafting, and inserted them into their roster. Gott sei Dank. Ist das Spiel ein bisschen merkwürdig. Mit Les Fletcher Cox 30 Yards mit Daniel Jones mit drin. Daniel Jones hatte letztes Jahr, glaube ich, die was? Zweitschnellste Höchstzeit auf dem Feld. Screen. Ach so, ey. Das gefällt mir gerade gar nicht. Also, dass Daniel Jones natürlich wieder 8 von 8 für 94 ist, das ist so ein Ding. Klar, passiert es mal, aber es passiert halt immer in Madden. Die Computer-Quarterbacks sind halt so unglaublich akkurat. Die Line slanted, wir kommen dahinter in die B. Oh, toll. Viel zu einfach. Viel zu einfach. Hm. Übrigens, ich habe Kommentare gesehen von irgendwem. Beziehungsweise, der hat mir schon auf Instant mal geschrieben, meinte so, ja, auf All Madden, irgendwie gewinne ich immer alle Spiele und bin immer 16-0 und gewinne immer den Super Bowl. So, wie kann ich mir das schwerer machen? Wir verstehen es, du hast einen ganz dicken, du bist der beste Madden-Spieler aller Zeiten. Aber, wenn man ehrlich ist, wenn es einem einfach nur darum geht zu gewinnen, ist Madden nicht so schwer. Wenn ich wollen würde, wenn ich zum Beispiel mit dem Lions Playbook spiele, ne, mit bestimmten Plays spiele, dann gehe ich hier auch mit den Eagles 16-0 immer wieder und gewinne jedes Spiel. Aber es ist halt langweilig, ne? Ich will ja auch nicht nur 5 verschiedene Plays benutzen. So, ich versuche halt das Ganze so realistisch wie möglich zu machen. Und in dem realistischen Rahmen, den ich mir selber setze, versuche ich dann natürlich zu gewinnen, keine Frage. Aber, ne? Ich glaube, es geht vielen so, dass man theoretisch es einfach hätte zu gewinnen, aber es ist nicht immer unbedingt so einfach machen muss. Was macht Bradbury da? Ich dachte, okay, er fängt ihn und entweder der Hit schlägt den Ball dann halt raus oder nicht. Aber warum ist Bradbury auf einmal einfach weg? The alleys have been open for them to get completions, and they're taking advantage of it. There's a ball from the right side. Ah, Peppers zu schnell. Peppers zu schnell. So, Running Game reinkriegen, Running Game reinkriegen. Aber immer wenn ich sage, okay, jetzt auf Zwang, bringen wir das Running Game rein, dann stehen die auf einmal mit so einer dicken Box da. Und das ist halt auch nicht so vielversprechend, wenn ich ehrlich bin, 5 für 7. Nicht schön rausgerannt. Ich bin zu sehr einfach nach links. Ich hätte da schon direkt weiter nach oben laufen sollen. Probieren wir mal nochmal einen Screen, wa? Der letztens hat der. Das war eigentlich glückliches Playcalling. Ich habe die halt in einem Blitz über die Seite sogar erwischt, aber dann hat es doch nicht so ganz funktioniert. Oh, was? Also, da ist Sanders auf jeden Fall ein Stück nach vorne geglitscht, um den Ball fangen zu können. Aber ich beschwere mich nicht, weil er vorher auf jeden Fall auch an der Line hängen geblieben ist. Deswegen. Ausgleichende Gerechtigkeit. Sieht nicht schön aus, aber ausgleichende Gerechtigkeit. Draw. Steph up. Ah, Ansatz. Logan Ryan. Ey, jetzt, wenn immer Logan Ryan irgendwie umgehauen wird oder ein Stiff Arm kassiert oder sowas, dann denke ich an diesen einen Mic'd-Up-Clip, wo er irgendwas sagt von wegen, ja, ein paar von den besten Spielern, die er kennt, haben nicht mal geliftet und so, und deswegen liftet er auch nicht.
Oh ja. McKinney durch zu viel Traffic, das habe ich doch gesehen. Deswegen, das war mein Pre-Snap-Read. Touchdown, nice. Bisschen viel Zeit auf der Uhr gelassen, was ärgerlich ist, so wie unsere Defense gerade spielt. Weil letztendlich, wenn die jetzt wieder einen Touchdown machen, dann war unser Drive gerade einfach lustig. Aber hey, zu 0 bis 3 Punkten halten, sage ich mal, und dann sind wir in der zweiten Hälfte wieder am Start oder immer noch am Start. Aber 21 in der ersten Hälfte schon wieder zu kassieren, gefällt mir auch nicht. Mindestens 21. Vor allem, das waren einfach alles so, so einfache Dinger, ne? Shifts back to Daniel Jones and company. He's played a pretty clean first half, a touchdown, no interceptions. Frankly, that's what they contained drin, mit Jones jetzt nicht nochmal wegrennt. Warum? Moment, da muss ich. Ich hoffe, die gehen jetzt nicht in Hurry up. Okay. Da muss ich jetzt nochmal gucken, ne? Wir haben Tampa 2 gespielt. Das heißt, wir haben eigentlich keine Soft Squads außen. Warum passiert das hier? Warum? Der ist doch eindeutig gecovert, der Dude. Und vertikal musste der jetzt auch nicht mal den dicksten Kopf machen, weil wir da noch eine Zone haben. Warum bleibst du nicht einfach an Sterling Shepard dran? Das verstehe ich nicht. Das war vorhin auch schon mal so. Das, die dürfen doch dann nicht nur bei Hardflats bleiben. Jetzt nehmen wir den Timeout. Wisst ihr noch, als ich vorhin gesagt habe, es ist keine Werbung hier heute? Ja, es ist wirklich keine Werbung. So, Contain wieder rein. Nächstes Timeout direkt. Okay, mit den ersten zwei Timeouts sind sie nicht wirklich weit gekommen, was schon mal geil ist. Hm. Okay, das nehme ich auch. Die gehen nicht in Hurry up, interessant. Contain wieder rein. Ja. Okay, 17 Sekunden, wir sind an der 39. Wir haben eben schon mal einen Field Goal reingemacht von der, ich glaube, 40 oder 41 oder sowas. Wir haben drei Timeouts. Das heißt, wir können jetzt theoretisch dreimal nochmal laufen, versuchen ein paar Yards rauszuholen. Ich will halt nur einen Field Goal jetzt. Ne? Wir müssen jetzt nicht unbedingt auf den Touchdown pressen oder sowas. Oh, wir nehmen das Geschenk, was sie uns gegeben haben. Und versuchen jetzt hier nicht auf Krampf irgendwas Dummes zu machen. Wenn wir jetzt einen von den Läufen brechen, hey, nehme ich natürlich, aber. Wenn nicht, dann ist es auch so. Komm, Superstar Allen. Ja! Sehr gut. Das machen wir nochmal ein bisschen was Mutigeres, weil wir können uns jetzt nur minus 2-3 Yards leisten. Sieht aber nicht so aus, als würde es funktionieren. Nope. Nope. Na gut. Und Timeout. Stark verteidigt. McKinney, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. So, 48 Yard Field Goal. Ist kein Gimme, aber kann man machen. Die haben sogar einen Returner drin, aber daran soll es eigentlich nicht scheitern. Entweder ich fahre den jetzt daneben oder. Der müsste eigentlich sogar drin sein. Ist er auch. Pünktlich geht meine Kamera aus und wir sehen uns in der zweiten Hälfte. So, we've reached halftime in a wild first half. We'll take a minute to catch our breath as we get you down the coast to Orlando for Jonathan Coachman at REA Sports Halftime Report. Coach! All right, Brandon, we'll get back to you guys in a moment, but first, the NFL season is in full swing. Let's show the good folks what we've got in store for us later this weekend. Here in week two. In the 1 o'clock games, the one that catches the eye happens in Big D at AT&T Stadium, a tough test for the Cowboys as they'll take on the visiting Carolina Panthers. In the late afternoon games, the place to be might very well be Denver, Colorado, where it'll be the Broncos taking on what should be a very tough
opponent. And lastly, we'll all be tuned in on Monday night for what should be a great one between the Green Bay Packers and the New Orleans Saints. Meanwhile, in our game, no shortage of offense as each team has been able to move the ball effectively. Will the defenses show up in the second half? To find out, we give it back to our commentators, Brandon Godden and Charles Davis. Zu mir. So, unsere Defense has shown up on the last drive. Dallas spielt gegen Panthers, glaube ich, und Football-Team gegen Broncos, und das ist gerade, das habe ich noch kurz gesehen. Wir sind ja Donnerstag Nachtspiel, habe ich gar nicht gecheckt. Deswegen haben wir noch keine anderen Ergebnisse und so. Ein Punkt Rückstand zur Hälfte, kann man mitarbeiten. Und er hat gesagt, Dallas ist Big D. Das habe ich mitgekriegt. Nice. Second 9 Rushes für 74 Yards, 2 Touchdowns. Man kennt's. Let it go, let it go. Nehmen wir. Ein Yard nochmal. Zwei Plays, 2 Yards und wir haben 3. und 8. Haben wir einen Basket? Wir müssen mal los. So, wehe, ich krieg jetzt einfach eine Go reingedrückt. Wieder in die Flat, out of bounds. Gott sei Dank, da hatte ich nämlich ein bisschen Angst, dass er Tackle bricht von Daniel Jones. Und Daniel Jones immer noch 14 von 15. Spooker, komm. Bleiben wir? Ja, ne? Nee. Ey, diese Jukes, ich verstehe es echt nicht. Die bringen einfach gar nichts. Da kann man sich eigentlich nicht beschweren, dass irgendwie jeder Kurven läuft oder so. Wenn die Trottel in ihrem eigenen Spiel Kurven laufen, effizienter machen, oder effektiver machen als die Moves, die sie selber in ihr Spiel reinbringen. Raven Jordan, gibt's hier noch einen? Ah, oh, ich wollte gerade auf Jane Rager werfen. Dexter Lawrence wieder durch. Na gut, probieren wir mal die guten alten Slams. Da muss ich aber auch gestehen, ich habe ganz friedlich gespielt, als wäre es kein Blitz. Schicken wir Terry mal lang. Hyde plus 3, aber das ist ihm dann relativ egal. Okay. Nehmen wir. Nice. Wir haben kein Running Game heute, aber dafür ist Jalen Hurts deutlich besser als letzte Woche. Ich glaube, auf Holz. Nicht, dass ich wieder irgendwas Dummes mache. Screen, komm, jetzt, drittes Mal klar. Obwohl, oh shit. Natürlich nicht. Eben hat es ja aufgeklappt, wenn man fair ist. Starke Lesung und alles. Aber, ja, ärgerlich. So they had the big loss on that first down pass play and facing a second and long. Forced out to his left. He's going to take off with it. A nice job of eluding the pressure there, scrambling for 14. Und dann kommt mal der gute alte, Moment, ich sehe das falsche hier, der gute alte originale Titan Attack. Single wing pair. And avoids the hit for good measure. Oh, wir gehen dafür. Wir gehen dafür. Nervig. Und dann wieder die Kommentatoren, die nichts von der Game-Situation verstehen, sagen, he was covered quite well, wo ich mir denke, nein, war einfach nur Druck da und deswegen hat es nicht geklappt.
Was? Ist nicht ein Linebacker eigentlich? Nice, Nico Collins. Ich habe den Pass eigentlich nach oben geführt, es hat nicht ganz geklappt. Und Gott sei Dank ist er nach vorne gefallen. Das hat uns ein bisschen den Hintern gerettet, wenn ich ehrlich bin. In the und nice first down. Der hat den Arm so nach vorne gestreckt. No, zweiter und Inches. Na gut. Dann. Ja, was machen wir denn? Dann spielen wir jetzt einen Crosser. Play Action Sloyd. Ne, das ist McKinney. Wer ist ein 25? 25 hat mich vorhin getackelt. Das kam mir da schon komisch vor, McKinney zu nehmen. Aber mit bisschen Glück? Der Reach-Spieler ist gecrashed, aber außen hat noch jemand auf mich gewartet. Das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Oh, ey, wieso check ich halt den Blitz nicht? Der war eigentlich, ich will nicht sagen offensichtlich, aber kennt ihr das, wenn man was wahrnimmt, aber es nicht verarbeitet und dann erst später merkt, dass man es wahrgenommen hat? Ich glaube, ich habe eben geguckt, den Blitz gesehen, ist aber nicht gecheckt, wieder nach oben auf meine Routen geguckt und dann, als ich gesackt wurde, fiel mir ein, ach stimmt, der kam ja gerade. Das ist heute häufiger schon passiert. Oh ja. Jetzt haben wir die gleichen Quatsch gekriegt. Der Arm ist auch wieder durch irgendeinen Helm durch. Aber Shoutout an die O-Liner gerade. Krasses Blocking. Okay, wir spielen jetzt mal nicht um hier. Wir haben euch den jetzt direkt auf die Mütze. Kenny Yeboah, komm. Sei der Fullback. Sei der Fullback! Jawohl. Kickout-Block hier. So, damit sind wir 7 Punkte vor. Haben im dritten Durchgang. Oh, Grafik, nein! Soundglitch, das sollte mir ein bisschen helfen beim Sinken. Ah, toll. Ach, ja. Also, was ich gerade sagen wollte. Wir haben erst gar keinen Punkt zugelassen im dritten Viertel, aber es war auch erst ein Drive von denen. Ach, kurz Hoffnung gehabt, dass ich den ficken kann. Double Try of Weed. Das kommen wir mal auch ein bisschen. Cornerback vorher. Seht ihr in dem Beispiel, dass er in der außen offene Ladung hat, das hat viel mehr Sinn gegeben. So, Contain, weil ich wieder ein bisschen Angst habe, dass er uns sonst irgendwo wegscrambelt. Oh, hat es gereicht? Ich glaube, es hat gereicht. Dylan Moses, nice. Brandon Graham hat vielleicht sogar, ja, nicht geschadet, sage ich mal, aber er hat auf jeden Fall nicht geholfen. Es sah aus, als hätte Dylan Moses es unter Kontrolle gehabt. Kein Fake, nice. Das heißt, wir können jetzt schön Uhr runternehmen. Du fängst ihn nicht. Sehr gut. Tut mir leid, Johnston, aber da müssen wir dir ein bisschen deine Statistik versauen. Oh. Oh ja. Deswegen habe ich gesagt. Ich wusste nicht, ob ich das erste Fenster dafür habe, weil ins zweite hätte ich zeitmäßig vermutlich nicht mehr reinwerfen können. Wisst ihr was? Wir gehen mal jetzt schon in den Schubler. Können uns jetzt hier nicht leisten, irgendwie ehrenhaft zu sein und zu sagen, wir spielen das Spiel so ganz normal weiter. Na, wir gehen. Oh, links. Ja. Wir gehen in Schuhclub. So, 10 für 32 ist nicht sonderlich geil, aber macht nichts. Wir gehen jetzt ins vierte Viertel. Wir gucken mal, ob wir da noch ein bisschen was dran schrauben können. Und ich glaube, am Ende wird Miles Sanders uns das auch nicht übel nehmen, wenn wir
gewinnen und er hat nur 3 Yards pro Carry. Und zack hat er mehr. Ah! Ryan hat da den Touchdown gerechnet. Shit. Gerettet. Gerechnet. Zack hat er mehr als 3 Yards pro Carry. Jane Rager kriegt mal einen kleinen Jet. Oh, Jane Rager kriegt keinen Jet Sweep, sorry. Oh, Alter. Das ist schade, das ist echt schade, dass es so konstant ist. Weil guckt euch das mal an. Das ist mein Superstar Center. Das ist einer der besten Run-Blocking Center der NFL, sowohl in echt als auch im Spiel. Und das ist ein Safety, auf den er zurennt übrigens, ne? Ein Second-Year-Safety. Weep. Das sieht aus, als ob da nicht Jason Kelce spielen würde. Das sieht aus, als ob ich da spielen würde. Weep. Kenny Yeboah, kann man da keinen Vorwurf machen? Aber sowas ist wirklich traurig, weil für O-Liner muss dieses Spiel so frech sein. Für O-Liner und Cornerbacks, glaube ich, am traurigsten. Disrespectful. Das war mies. Das ist gut. Okay, das ist nur einfach in die Zähne der Defense reingelaufen. Das war nicht gut. So, wir haben noch irgendwas Tightes hier drin. Oh, nee, das ist ein But if you're on the offensive side of the ball, there's an opportunity because I know what defensive guys are thinking right now. Just stop them, get to the ball. That means it might not be sound. Schade. Der war, glaube ich, nicht sonderlich gut geworfen und deswegen ist er so zum Ball zurückgekommen. Bisschen ärgerlich, aber egal, wir nehmen unser Field-Goal jetzt. Wenn es drin ist, sind wir schon mal relativ pretty. Nice. Oh, das war nicht so hoch, wie ich dachte. Okay. Oh, das war auch ein 49er. Ich dachte, wir wären näher dran gewesen. Na gut, egal. Wir sind 10 Punkte vor und im vierten Viertel und die haben noch nichts gerissen in der zweiten Hälfte. Gute Ausgangsposition. So, normalerweise würde ich sagen, wir lassen jetzt auch ein bisschen machen mit Saquon, was wir wollen. Aber das Ding ist, ich will den eigentlich nicht im zweiten Level sehen. Saquon. Das ist mir zu gefährlich. Sind dabei. Aber trotzdem gut. Das sind zwar nur in Anführungsstrichen 8 Yards. Ich versuche gerade eigentlich nur Chunk Plays zu verhindern, wisst ihr? Oh, shit. Hey, nein. Slay wird ausgewechselt. Ich bin so kurz davor, den wegzutraden. Der hat die ganzen ersten zwei Spiele nur Quatsch gemacht. Wirklich halt unterirdisch. Das sieht aus, als ob wir dann einen 50-Overall-Spieler haben. Der war noch nicht einmal irgendwo in Coverage wirklich da, wo man ihn gebraucht hat. Der hat nur Tackles verhauen bisher. Und ich meine, was ist denn das? Ich meine, ist denn, okay, ist nicht schon im Deep Half. Ist okay, wenn er da den Ball fängt, ne? Der hat niemanden hinter sich, der muss es vielleicht ein bisschen konservativer spielen. Ich habe gerade gesagt, wir versuchen Chunk Plays zu verhindern, ne? Aber was ist das danach? Was ist das hier? Was ist das? Du liegst in ihm drin, Alter! Bro. Bin ich immer ein bisschen mit meinem Latein am Ende. Wenn man sich so Sachen überlegt, so von, okay, wir limitieren die jetzt und lassen hier keine Chunk Plays mehr zu und was weiß ich. Und dann kommt halt einfach sowas. Und da kannst du Coverage haben und callen, was du willst, wenn dann am Ende sowas passiert. Irgend so ein Spin-Move, während er schon im Spieler drin steht. Das ist echt ärgerlich, ne? Oh, Time, Alter. Die Time war gerade witzig. 700 irgendwas, 1000 Stunden. Oder Minuten, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall war die Zahl falsch. Es sei denn, es war Sekunden. Oh, ich dachte, ich krieg auch mal so einen Stunden. Hm.
Philadelphia's offense ready to give us another look. Their lead back down to one score after the touchdown. Das ist ein Lucky, ne? Dann muss ich nicht flippen. First down's a must on this drive as they start out here first and 10. And a short gain there as he'll get it up only to about the 24. Ach, first down's a must on this drive. Interessant, kluger Kommentar. Im Gegensatz zu den ganzen anderen Drives, die First Downs nicht so wichtig sind. Keine Ahnung. Ja. Das war gut verteidigt. Probieren wir jetzt nochmal die Texas reinzubauen. Angle reinzubauen. Angle Route, Texas Route, ist das gleiche. Ist das, was Sanders hier läuft? Das Ding ist, diese Flat von Rager, die habe ich noch nie in meinem Leben angeworfen. Aber ich weiß ja auch nicht genau, was ich ihm geben soll. Sinn? Komm. Nice. Da wollte ich hin. Apropos Battle, merkt euch mal den Namen. Heißt er Jordan? Ich glaube Jordan. Jordan Battle. Das ist Safety von Bama momentan. Slope. Oder übernächstes Jahr im Draft. Ein Tier ist das. Absolutes Tier. Super Spieler. So, jetzt kriegen wir Slants nochmal. Zum zweiten Mal heute. Ein Down Lineman, das ist. Rager hat wieder viele Yards heute, ja. Die kamen nicht mit so extrem vielen, mit so extrem langen Pushes, sage ich mal, sondern mehrere einzelne. So, muss ich hier jetzt X drücken oder nicht? Machen wir es mal einfach. Prophylaktisch. Nicht provisorisch. So. Two minute warning und wir sind in Field Goal Range. Ansatzweise. Obwohl, nicht wirklich ein Field Goal Range. Also, wir sind ein sehr optimistischer Field Goal Range, sind wir. Scratch zum dritten Mal. Diesmal lassen wir den aber auf der Seite, wo er ist. Ganz ausgerechnet. Nein, kam der da noch ran, als ob. Schwören kann, ich bin außerhalb der Reichweite. Start ist nicht gut, ja. Ich glaube diesmal sogar. Interessant. Oh. Jalen Wager, Wide Receiver 1. Ich sag's euch. Damit ist das Ding nämlich durch. Also so gut wie. Oder ist es schon komplett durch? Warte, lass mich rechnen. Die haben einen Timeout. Ich glaube nicht ganz. Ich könnte es jetzt auch genau ausrechnen, aber ich finde das doof. Ja, Jalen Wager, wieder 140 Yards. Letztes Timeout und wir können noch zweimal die Uhr. Ne, das Ding ist noch nicht durch, aber ich nehme vier Kurven und die kriegen den Ball wieder mit ein paar 30 Sekunden. Ne, ein paar 20 Sekunden irgendwie. Also es wird schwer. Plus die brauchen halt einen Touchdown, kein vier Kurven. Ja, wir gehen mal einfach hier Boa hinterher. Ne? Und das neue Schuster? Wenn ja, ist das Ding nämlich jetzt endgültig durch. Dritter und Inches. Oh! Sneak. Ja, wir sneaken. Ah, wir sneaken doch nicht. Nice. Ah, nicht nice. Lane Johnson verletzt. Das ist gar nicht nice. Also, wir haben gewonnen. Aber Lane Johnson hat sich verletzt. I've won, but at what cost? What did it cost? Everything. Ach ja, ich gucke noch einen Marvel-Film. Abdominal Tear, Bauchmuskel gerissen. Oh, obwohl. Tear. Müsste eigentlich Bauchmuskel. Bauchmuskelfaser, das heißt. Ich nehme nicht an, dass sie jetzt irgendwas mit den Eingeweiden meinen. Das war, glaube ich, Intestines. Knie und durch das Ding. Knapp gewonnen, trotzdem gewonnen. Zweite Hälfte nur 7 Punkte zugelassen. Das ist das, was zählt. Selber deutlich mehr, obwohl deutlich mehr Punkte gemacht. Mehr doch 11. Ein Punkt Rückstand gegangen. Und dann 11-7 gewonnen. Heißt, zweite Hälfte mit 4 Punkten Vorsprung gewonnen. Heißt, insgesamt mit 3 Punkten gewonnen. So gehört sich das.
Das ist Joe Judge oder ist das schon der Neues? Nein. Egal, wenn wir wollen. Fly Eagles fly. Gucken wir die Stats an. Mehr Rushing Yards für sie, deutlich mehr Passing Yards für uns, deutlich mehr Yards per Play für sie. Am Ende das Takeaway entscheidend. Ich weiß nicht, obwohl. Doch, das Takeaway waren genau die drei Punkte, die ich vor der Hälfte noch genommen habe, wo ansonsten sie vermutlich drei Punkte gekriegt hätten. Also, Shoutout Kayvon Wallace, letzte Woche nicht sehr gut gespielt, diese Woche deutlich besser. Jalen Hurts mit einem fast perfekten Passer-Rating, Daniel Jones mit einer Interception und nur zwei Touchdowns immer noch auf 124, weil er nur zwei Incompletions hat. Rushing 8-2 für Saquon Barkley, man kennt es, 3-4 für Miles Sanders. Egal, reicht erstmal 36 für Daniel Jones. Receiving. Slayton 112, aber der hat halt auch den einen dicken gegen Slay. Goddard ist über 100 und Jalen Reagor schon wieder über 100. Collins hat auch ein paar, ne? 3 für 26. Naja, da ist Luft nach oben, aber ist auch nicht schlecht. Defensiv, Sacks heute gar keinen von uns. Traurig. Tackles for loss, einen für uns. Oh weia. Aber ey, wir haben die Interception von Kayvon Wallace. Das ist ja auch ganz wichtig. Also, immerhin gewonnen das zweite Spiel. Wichtig, wenn wir mit zwei Division-Niederlagen gestartet wären, das wäre echt ein kleines bisschen kritisch gewesen. So konnten wir wenigstens das eine davon gewinnen. Ich hätte natürlich gerne auch letzte Woche gewonnen, aber hey, ich habe gerade vergessen, gegen wen wir nächste Woche spielen, aber dann gewinnen wir dann einfach nochmal und dann sind wir 2-1 und ab dann sind wir nicht mehr nicht positiv. Let's go. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst, wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft. Dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.